Moin Moin und ich hab mal eine Frage. Für was stehen diese Leute hier in München so lange Schlange? Eis, Freibier, Konzert, ja was ist es denn jetzt? Also die Schlange ist ja mal mega lang. Für was stehen die denn so lange an? Ja, okay, übertreib. Jetzt sag doch mal bitte, für was stehen die denn so lange an, bitte? Ah, jetzt weiß ich's. Die stehen so lange an für ein neues Bennert-Video. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier auf einem wunderschönen Nachmittag, an einem wunderschönen Samstag. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt tatsächlich Glück, denn ihr müsst nicht so lange wie diese Leute hier anstehen, um das Video zu sehen. Ihr konntet direkt draufklicken. Naja, wie auch immer. Ich hab mal eine Frage, ne? Ich versteh's ja wirklich so, wenn Leute auf irgendetwas wetten, ein bisschen Casino, dies, das, okay? Aber hier setzt jemand Geld auf ein Pferderennen und guckt mal bitte, was er für Rituale macht, in der Hoffnung, dass sein Pferd, auf das er gesetzt hat, plötzlich so schneller rennt. Ey, yo! What the f*** you doing there, bro? Was macht der da, hä? Das wird deinem Pferd auf gar keinen Fall helfen. Das... Hä? Yo, yo, okay, Bro, chill, relax dich, Mann, bitte. Was ist denn mit dem los, Bro? Du wolltest doch nur normal auf irgendetwas wetten und nicht deine Fetische da ausleben. Okay, chill, Mann, wir sind hier immer noch an einem öffentlichen Ort. Ich wusste gerade nicht, ob er sich am Ende freut, weil sein Pferd gewonnen hat, oder ob er ultra am Ausrasten ist. So, ach, sch*** doch auf alles, Mann, sch*** doch auf alles. Das Dreckspferd nehme ich nie wieder. Ja, also das kann es eigentlich nicht sein, weil durch seine heftige Motivation, den er den Pferd dort gegeben hat... Oh, damn, boy. Da sollte das Pferd aus Respekt gewonnen haben. Ich habe mal so eine Frage an alle Leute, die alleine wohnen oder ja, zu Hause sind und einfach Jungs sind. Hab nur ich das Gefühl oder ist egal, wie sehr ich mich anstrenge, alles sauber zu halten, einfach alles nicht sauber, sobald ich 2 Minuten nicht hingucke. Ich schwöre, ich habe da wie so einen Fluch. Ich kann einfach nicht sauber halten. Wenn der Geschirrspüler bei mir leer ist, stelle ich den dreckigen Teller einfach lieber oben drüber. So, komm, sch*** drauf. Warum sollte ich den jetzt auch einfach einräumen? So, das braucht zwar die gleiche Zeit und es macht einfach viel weniger Arbeit am Ende und alles ist sauber, aber nö, nö. Ich mach's einfach nicht, Bruder. Einfach komm, einfach oben hingeklatscht. Fertig. Ja, ich bin jetzt schon ein kleiner Einzelfall, aber zum Glück sieht es nicht so bei mir in der Wohnung aus. Der hat einfach eine Pfandflaschenlawine ausgelöst bei sich zu Hause. Also das ist wirklich gottlos. Das sind ja auch alles Energy Drinks. Bruder, wie sieht dein Herz aus? Lebt das noch? Dieses Herz hat mittlerweile schon ein eigenes Herz gebildet. Das ist schon mutiert und schlägt die ganze Zeit so bum 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 bum. Der sitzt auf der Couch, ist gar nichts am machen, nur am Relaxen und das Herz. Wow, das ist echt ein anderes Level. Und auch nochmal ein dickes F an diesen Typen hier. In Deutschland würde der dafür sogar noch so 100, 200 Euro vielleicht bekommen als Pfand. Und in Amerika? Haha, du hast einfach nur den Dreck und Müll bei dir zu Hause. Haha, du kannst nicht mal Pfand dafür kassieren. Haha. Entschuldigung, das war echt nicht angebracht. Egal, wir machen weiter. Okay, und dieser Clip hier ist jetzt wirklich gottlos. Das geht echt auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Ich warne euch schon mal vor. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich habe nicht gelacht, okay? Ach du Scheiße. Der Bruder hat ganz kurz Flashbacks von früher bekommen. Ey, ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich von diesem Clip, von diesem Meme und ich distanziere mich von mir selber. Was bin ich nur für ein Gottloser? Holy moly. Und wer auch immer gerade bei diesem Clip gelacht hat, schämt euch. Bah, wirklich, wirklich ekelhaft. Als ich so gestern ganz entspannt bei mir zu Hause in meinem Bett lag und mir nichts dachte, bin ich so ein bisschen durch TikTok geswiped. Und da bin ich auf einmal auf diesen einen Livestream gestoßen, der gerade erst gestartet hat. Und jetzt schaut mal bitte, was da passiert ist. Okay, wir sehen erstmal irgendeinen Typen mit langen Haaren und einem Kleid. Erstmal nichts Verwunderliches. Obwohl, eigentlich ist schon alles verwunderlich, aber noch nichts Schlimmes bis jetzt passiert, okay? Wir gucken einfach mal weiter. Wait a minute. Who
wow. Stopp. Hier stimmt was nicht. Denkst du, ich habe das nicht gesehen am Anfang? Ich war der erste Zuschauer und hab dich gebastet, Bro. Was hast du da am Anfang gemacht? Bitte, gib mal ein Statement dazu ab. Was ist das? Und noch eine viel wichtigere Frage. Was ist das vorher gewesen? Der Ekelhafte will einfach auf TikTok live gehen und gibt sich als Mädchen aus, um dann einfach Cash von seinen Zuschauern zu erbetteln. Na, Bro. Also das ist ja wirklich der maximale Peak an Dreistigkeit. Aber irgendwo auch der maximale Peak an Hustle. Weil wer auf diese Idee kommt und das wirklich durchzieht, dem sei jeden Cent gegönnt. Wer sich wirklich die Mühe macht, sich vor sein Handy zu setzen mit diesen Filtern und dann die ganze Zeit zu reden so... Hey, hi guys. Dann sei es dir gegönnt, wenn der 50-jährige Reinhard sich plötzlich dazu entscheidet, oh, was ein schönes Mädchen. Boah, ja, der schicke ich doch direkt mal 100 Euro zu. Oh, vielleicht beachtet sie mich dann. Oh, was ein schönes Mädchen. Boah, das ist echt hart, dass es so viele wahrscheinlich auch gibt, die genau darauf reinfallen, ne? Ey, dieser kleine W***er da hat wirklich einen Money-Glitch entdeckt, glaube ich. Mir tun diese älteren Leute echt leid, Mann, die wirklich so auf TikTok gefangen sind und dann denken, das ist die echte Welt. Die wissen einfach gar nicht, so vor 20, 30 Jahren gab es noch gar nicht diese Social-Media-Welt bei denen und plötzlich sitzen die heute da und haben so ein Handy, einfach so ein Gerät, so ein digitales Gerät in der Hand, wo die einfach swipen können und ganz viele Ladies sehen. Und halt auch ihn. Und die fallen dann auch noch genau auf so eine Scheiße rein. Ey, Mann. Die Welt ist auch echt nicht mehr zu retten. An jeder Ecke gibt's neue Scheiße zu entdecken, über die man sich aufregen kann. Ein Schüler zeigt uns bereitwillig sein Handy. Schlimme Sticker seien da eigentlich nicht drauf, sagt der 13-Jährige. Oh nein. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Zeit, wo alle Leute mit schlimmen WhatsApp-Stickern gefühlt gebastelt wurde? Da gab es sogar Leute, die sind in den Knast gegangen wegen WhatsApp-Stickern. Stell dir mal vor, so dein Homie schickt dir so einen Sticker, so einen halt mit schwarzem Humor ein Sticker. Du speicherst den dir so ab, schickst ihn vielleicht auch so ein, zweimal rum und irgendwann wirst du dafür einfach angezeigt, wegen einem WhatsApp-Sticker. Ja, das ist wirklich krass. Und jetzt sehen wir hier irgendwie ein Video, wo eine Lehrerin das Handy von ihrem Schüler überprüft für WhatsApp Sticker? Okay, na gut. Doch dann werden wir überrascht. Und dann ist hier ein Hitler-Sticker. Ey, Bruder. Oh mein Gott. Ich distanziere mich natürlich erstmal davon und finde, das sind keine coolen Sticker, okay? Das geht gar nicht. Das ist nicht korrekt, okay? Auch wenn ihr vielleicht da draußen solche Sticker auf dem Handy habt, löscht die lieber. Ansonsten landet ihr auch noch hier. Okay, davon weiß ich jetzt nichts. Der Schüler hat reingeschrieben. Davon weiß ich jetzt nichts. Wie, du weißt davon nichts? Du hast doch diese Sticker abgespeichert und wahrscheinlich auch noch geschickt. Was bist du überhaupt für ein Vollidiot, dass du dein Handy deinem Lehrer gibst, um es auf WhatsApp-Sticker zu überprüfen? Auch noch freiwillig. Wie kommt man denn auf diese Idee, einfach so sein Handy zu geben, obwohl man wahrscheinlich weiß, so, da sind schlimme Sticker drauf. Du hättest ja vorher wenigstens nochmal so suchen können und eventuell die schlimmen rauslöschen. Aber nein, der gibt einfach sein Handy, will beweisen, dass er keine schlimmen Sticker drauf hat, obwohl er das einfach hätte gar nicht machen müssen. Er hätte einfach nein sagen können. So, ich behalte mein Handy, ich zeige das jetzt nicht. Ja, und jetzt hat er sich selber gefickt. Adolf Hitler, Best Gamer, 6... Nee. Das muss ich hier ganz kurz abbrechen. Ich kann sie das nicht zu Ende sagen lassen. Ihr wisst ganz genau, was hier jetzt kommt, was sie jetzt gesagt hat. Bist du verrückt? Wie kannst du denn so einen Sticker auf deinem Handy haben und dann auch noch deiner Lehrerin dein Handy geben mit diesem Sticker? WC, Rania. Das ist ein schwarzes Kind, ne? Das guckt aus der Klobrille. Also. Oh mein Gott. Ey, der kleine Schnitzer, das war es ja komplett für ihn. Der hat sich einfach selber auseinandergenommen. Ich gucke mir sowas eigentlich nicht an. Warum hältst du nicht einfach die Fresse? Okay. Ja, sie hat das ausgesprochen, was wir uns alle gedacht haben. Warum hältst du nicht einfach deine Fresse? Vielleicht auch direkt von Anfang an, als die Lehrerin gefragt hat, wer will mir sein Handy geben für eine Spiegel-TV-Doku, damit ich mal ganz kurz durchschauen kann. Warum hast du nicht da einfach schon deine Fresse gehalten? Nein, du musstest dich natürlich melden. Du dachtest, du bist der Auserwählte, machst jetzt immer den Spaß mit und jetzt haben wir den Salat. Und wisst ihr, was jetzt wahrscheinlich danach passiert ist? Der kleine Junge hat Schulverweis bekommen, noch ein Gespräch mit dem Direktor, dickes, fettes Gespräch mit seinen Eltern,
dann wahrscheinlich auch noch Handyverbot. Und er ist doch noch in dieser Doku gelandet. Und er ist tatsächlich auch noch in einem Bennard-Video gelandet. Und wird sogar mein Titel und Thumbnail. Wow, du hast es geschafft. Dieser kleine Junge kommt in den Knast wegen WhatsApp-Stickern. Weil er sich dachte, komm, ich zeig jetzt meiner Lehrerin. Ach, ich komme darauf nicht klar, ne? Da fehlen mir echt die Worte. Das ist halt jetzt die natürliche Selektion. Er wollte es so und er bekommt es jetzt auch so. Super. Okay, komm, gut. Machen wir weiter mit der nächsten geilen Aktion. Ich habe hier so ein Video gefunden von zwei MMA-Kämpferinnen, okay? Da kämpft die eine Frau gegen die andere. Und jetzt schaut euch mal bitte beide an und guckt mal, ob euch vielleicht irgendetwas auffällt. Das ist irgendwie... Also, ich weiß nicht, kämpfen die in der gleichen Gewichtsklasse? Was hat die Linke sich dabei gedacht, als sie gesagt hat so, yo, ich kämpfe jetzt auf jeden Fall gegen meinen neuen Gegner. Wer ist denn eigentlich mein neuer Gegner? Komm, ich mach das jetzt einfach. Und dann bekommt sie diese Sumo-Ringerin als Gegnerin. Das war's für sie. Habt ihr das gesehen? Sie wurde nur so ganz kurz angetippt und ist einfach 10 Meter weggeflogen. Okay, das war jetzt die Pressekonferenz. Wir sehen schon direkt vorhinein. Hier gibt es, glaube ich, einen Favoriten. Ja, wer ist euer Favorit? Also, ich gehe auf jeden Fall mit der Rechten. Das ist mein Zugpferd. Während sie jetzt kämpft, werde ich hier vor meinem Monitor sitzen und sie auch so anfeuern. Naja, da schauen wir mal, wie es läuft. Was geht denn da ab? Die Kleinere versucht auch nur irgendwie auszuweichen, weil wenn die Große, die dicke Bertha sozusagen, sie einmal in die Finger bekommt, dann war's das. Was ist das überhaupt für ein Kampf? Stell dir mal vor, du bist ein Zuschauer, bezahlst so richtig viel Geld, um diesen Kampf zu sehen und auf einmal machen die ganze Zeit das. Einfach die dicke Bertha läuft wie ein Riese in Clash of Clans nur so hin und her. Hallo, passiert hier auch noch irgendwas? Passiert noch was? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Oh nein! Oh nein! Die andere hat noch nicht mal was gemacht. Die hat noch nicht einen Schlag verteilt oder so. Es ist noch nicht ein Schlag überhaupt geflogen oder ein Kick oder irgendetwas. Und sie? Sie hockt da jetzt schon auf dem Boden im Beast Mode. Ey, das glaub ich nicht. Ich dachte, ich lieg wenigstens richtig mit meiner Einschätzung, dass die andere gewinnt. Aber nein, du hast mich enttäuscht. Wie konntest du das verlieren? Jetzt meine ernst gemeinte Frage, wie konnte sie das verlieren? Die dort hat einfach nicht ein was gemacht. Sie ist einfach nur ausgewichen, hat kurz so ein bisschen angetippt und die andere ist einfach hingefallen. Und war einfach instant knockout. Was? Bäh. Die liegt da einfach, als hätte sie gerade gegen 20 Bären gekämpft und nur knapp überlebt. Du hast nichts gemacht. Du liegst da auf dem Boden jetzt, aber du brauchst kein Wasser. Du bist nicht erschöpft. Nee. Nein, 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 nein. Nein, nicht die Cola. Bitte alles, aber nicht die Cola. Das kannst du keinem erzählen, dass sie jetzt einfach dahin geflogen ist, aufgegeben hat, direkt raus und sie bekommt erstmal einen Schluck Cola. Das kannst du echt keinem erzählen. Das ist wirklich ein absoluter Fiebertraum, was hier gerade passiert. Ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Wendung. Wirklich, ich hätte mit allem gerechnet, auch dass die andere irgendwie in der Luft zerrissen wird, rumgeschleudert wird, über den Käfig hinausfliegt ins Publikum. Aber dass sie jetzt dort liegt und der Trainer kommt und ihr eine Cola bringt, nein, das kann echt nicht sein. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe die ersten 2 Sekunden von diesem Clip gesehen und der Fiebertraum wird noch größer. Kein Wort verstanden. Gibt es hier irgendjemanden, der zufällig diese Sprache spricht in den Kommentaren? Bitte übersetzt es mir. Bitte. Weil ich würde es gerne verstehen. Wieso ist da dieses Bett in diesem dreckigen Raum? Wieso hat der Typ diese Schuhe an? Wieso liegt da diese Puppe? Und was ist das für ein Konstrukt? Ich
Ich versuche mal ein bisschen meine Chinesisch-Kenntnisse gerade arbeiten zu lassen und ich glaube, er erzählt irgendwas so, wenn die Frau im Bett liegt oder so und sie nicht aufstehen will, dann wird er jetzt was für sie bauen, keine Ahnung. Okay, also wir stellen jetzt vor, so das ist eine Frau oder irgendeine andere Frau, die so gerade am Schlafen ist, schön am Träumen. Ach so, jetzt verstehe ich es natürlich. Wie konnte ich das denn nicht blicken? Also das lag doch auf der Hand, dass das jetzt passiert, oder? Wer kennt es nicht, wenn einfach mal eine Puppe neben dir liegt und du unbedingt einen Weg brauchst, wie diese Puppe jetzt einfach komplett durch das Bett gesmackt wird? Dann baust du dir halt einfach so ein Ding und lässt eine 100 Kilo Eisenkugel in ihr Gesicht fliegen. An das liebe YouTube-Team, das war natürlich keine echte Person, okay? Das war wirklich eine Puppe. Und jetzt? Also ich muss sagen, das ist ein ziemlich geiler Wecker. Ich glaube, das soll ein Wecker sein. Ja, doch, ein Wecker. So steht man auch definitiv auf. Ich bräuchte das, weil jeden Morgen verpenne ich einfach meinen Wecker, egal was ich mir stelle. Ich habe sogar einen digitalen Wecker, ich habe einen normalen Wecker, ich habe meinen Handywecker. Ich überhöre einfach alles. Ich glaube, das ist die Lösung für alle meine Probleme. Einfach frühst, wenn ich nicht aus dem Bett komme, lasse ich einfach mal ganz kurz diese Eisenkugel in mein Gesicht smacken. Okay, und zum Abschluss, meine lieben Damen und Herren, ich weiß, das Video ist bis hierhin wie immer ein absoluter Fiebertraum. Ihr konntet wahrscheinlich nichts Wertvolles daraus mitnehmen und habt nur Gehirnzellen verbrannt. Aber jetzt, zum Abschluss, gebe ich euch einfach noch einmal ein paar Weisheiten mit auf den Weg, die uns, glaube ich, alle sehr berühren werden. Behandle sie niemals wie eine goldene Pump, wenn sie dich nur wie eine graue Tag behandelt. Oh mein Gott, mein Bruder, du sprichst mir so aus der Seele, du hast so recht. Das ist der Neuzeit-Goethe. Das sind die Poeten aus dem Jahr 2024. Mal schauen, hat er vielleicht noch eine weise Weisheit für mich? Du kannst deinen Skin so oft wechseln, wie du willst, aber im Endeffekt wirst du immer derselbe Spieler bleiben. Boah, das hittet wirklich deep. Das spricht mich gerade richtig an. Ich nehme das gerade auf über meine Ohren und dann gelangt es in meinen gesamten Körper bis zu meinem Herzen, wo ich es absolut fühle. Sei für jede Season dankbar. Du weißt nicht, ob es deine letzte sein wird. Ja, Mann, ich bin für jede Season dankbar. Hab Fortnite schon seit 30 Jahren nicht mehr gespielt, aber ich bin auf jeden Fall für jede 20. 2.0, 3.0, Season 5 von Season 6 von Season 2, Episode 3 bin ich auf jeden Fall dankbar. Sie wollte meine Sniper, aber fand nur einen Mini. Ja, okay, den fühle ich jetzt aber auch wirklich. Also bei denen davor habe ich ein bisschen Scheiße gelabert, das habe ich gar nicht gefühlt, hat mich gar nicht gehittet, aber den fühle ich zu 100%, mein Bruder, den fühle ich zu 100%. Ich habe auch nur einen kleinen Mini. Wenn du nicht bei mir warst, als ich in einem Fight war, dann musst du auch nicht kommen, wenn ich loote. Das fühle ich auch, immer mit den verdammten Teammates, nachdem ich alle Leute gekillt habe, kommen die immer wie die Geier hier. Ich nehme den Mini, ich nehme was, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme die Waffe. Ja, das fühle ich auf jeden Fall. Ey, Leute, diese Fortnite-Zitate, die waren einfach der Hammer. Das war wirklich einfach krass. Und wenn euch diese Fortnite-Zitate genauso gehittet haben und ihr die genauso gefühlt und related habt wie ich, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, denn nur gemeinsam sind wir stark. Und deswegen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder, ihr kleinen Jaxer.